Hallo und herzlich willkommen bei Crazy Machines. Ja, bei dem Level hier. Wir haben jetzt letztes Mal fast alles geschafft, außer diesen einen hier. So, ich bleibe mal dabei. Die sind gleich, oder? Nee, sind sie nicht. Gut. Machen wir das mal so und so. So, was wissen wir noch? Wir wissen, dass wir von hier den Laserstrahl umleiten wollen. Ungefähr kann hinkommen. Dann haben wir noch letztes Mal gesagt, hier gehen wir eine her. Und den da gehen wir jetzt einmal ungefähr in die Höhe. Daher. So, und dann schauen wir mal. Nummer 1 weg. Nummer 2, 3 weg. Aha. So, und jetzt nur noch der letzte. Pause. Zurück geht nicht. Gut, das heißt, Laserstrahl trifft da drauf, trifft da drauf, trifft da drauf, sollte darüber gehen und sollte das hier auslöschen. Schauen wir mal. Achso, Moment, ich habe ja hier Pause gestellt. So, eins. Nur so ein bisschen klein vorspielen. So, den schafft er so. Den können wir nicht verschieben. Moment, machen wir das mal so. Zeitlupe wollen wir nicht. Genau, dass er den anderen noch gar nicht runterschießt, sondern erst jetzt dann. Die Reihe muss er mehr oder weniger durchrennen, ohne dass was passiert. Das passt. Den einen schafft er. Und jetzt? Nicht. Ich will nicht Zeitlupe. Ich wollte eigentlich... Ah, die Symbole sind nur weg. Zeitlupe, gut. So. Passt. Jetzt rennt er darüber und jetzt Pause. Okay, wir sind da eigentlich gar nicht viel. Es ist nur ein Stückchen. Das heißt, wir müssen das ungefähr hierher. Dann machen wir das mal so. Ja. Also die Pausefunktion finde ich schon praktisch. Zumindest in solchen Fällen, wenn man es nicht genau sieht und sehen möchte. Erledigt. Nächste Maschine. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Mission Clumsy. Ich habe keinen Schimmer, welche Genie ein Clumsy Korn für so eine heikle Mission ausgewählt hat. Hilf ihm dabei, den geheimnisvollen Energiekristall zu erreichen. Achtung, keinen Laserstrahl berühren. Was, jetzt sollen wir auch noch einbrechen? Oder wie? Ah ja. Na gut, das heißt, wir müssen schauen. Die Laserstrahlen kommen immer aus denen. Das heißt, wir könnten die zwei. Gut, da haben wir Ständer. Das heißt, wir könnten nochmal hier und hier sagen. Dann gehen die mal nach oben. Da müssen wir es aber auch irgendwie rüberkriegen. Das heißt, schauen wir mal. Richtig. So, damit hätten wir mal den einen hier. Den da könnten wir darüber umleiten. Machen wir das genau mal umgekehrt. Genau. Dann hätten wir nur noch diese zwei hier.
Nein. Jetzt geht er überhaupt durch. Passt. Noch ein Stückchen. So, den einen da hätten wir auch. Jetzt fehlt uns nur noch der hier. Den könnten wir jetzt zumachen, oder? Nein. So. Oder? Ja. Wunderbar. Was kommt denn jetzt? Also einbrechen kann man jetzt auch schon gehen. Wunderbar. Ungewöhnliche Energiequelle. Oh, ein historisches Fernsehgerät. Alte Erinnerungen kommen hoch. Um die Vorstellung davon noch zu unterstützen, versorge die Lampe im TV-Gehäuse mit Strom vom Blitzempfänger. Puh, das da dürfte so ein Blitzempfänger sein. Das da ist das. Blitze versuchen immer naheliegendsten Blitzableiter einzuschlagen und nutzen dabei auch Metallteile in Reichweite, wenn sie weitergeleitet werden. Vergrößert sich ihre Reichweite. Was passiert jetzt? Das Einzige. So. Ja. So, jetzt aktiviert es den Schalter. Ah. Okay. Da haben wir einen Ball. Und da haben wir einen Föhn. Das mal so. Das aktivieren wir mit dem. Und da brauchen wir noch Strom. Dann wird das aktiviert und jetzt schauen wir mal. Der Ball rollt. Wunderbar. Wunderbar, und schon haben wir Licht in dieser alten Konstruktion. Achso, nächste Maschine, sorry. Beweglicher Blitzableiter. Experiment erfolgreich. Naja, fast. Ich habe eine Holzkiste in eine Metallkiste verwandelt. Eigentlich sollte die Maschine Holz in schwarze Materie umwandeln. Aber, naja, bringe die Metallkiste lieber zum Entmaterialisierungszone. Die dürfte hier unten sein. Da ist die Kiste derzeit. Bisher passiert da mal gar nichts. So, da unten haben wir so einen Blitz. Mhm. Das da braucht Strom. Aufrechte Laserkanone. Ich benötige Strom, um einen Laserstrahl nach oben zu erzeugen. Das heißt, wenn ich die hier anstecke, genau, dann liefert die mal Strom. So, dann müssen wir das hier auslösen. Haben wir irgendwas? Laserzeiger erzeugt einen permanenten Laserstrahl. Erzeugt permanenten Laserstrahl. Okay. So, wir würden gerne dieses Ding hier. Wenn wir das. Okay, das geht nicht. Zeitschaltuhr haben wir da. Das geht. Wenn das da runterfliegt, aktiviert das hoffentlich den Knopf. Das aktiviert das hier. Schauen wir mal. Die Zeitschaltuhr tickt und tickt und tickt. Jawohl. Okay, jetzt rennt das hier nicht. Das müssen wir auch noch ändern. Das heißt, wir brauchen hier Strom. Komm her. Am besten stellen wir das da drunter. Da haben wir noch Strom.
oben. So, damit ist das aktiv. Dann fällt es da runter, dann rollt es darüber. Wozu brauchen wir das? Naja, wir könnten es auch so machen. Ich weiß noch nicht, ob man das braucht. Und das so. Genau. So. Lichtbrechung und Bomben. Die Intergalaktische Wissenschaftskommission trifft gerade ein. Ich muss ihre Aufmerksamkeit erlangen, indem ich diese beiden Laserdetektoren gleichzeitig per Laserstrahl treffe. Die Bomben dürfen jedoch nicht explodieren. Also das da und das da. Okay. Was passiert? Ja, im Moment geht die Bombe los und fertig. So, was haben wir da alles? Kann Laserstrahlen brechen. Okay, also es sind jetzt keine Blockaden. Was passiert, wenn ich das jetzt da drauf tue? Ah, es wird etwas nach oben geleitet. Das wäre aber eine Idee. Haben wir da nur in eine Richtung oder... Warte mal. Was wäre, wenn ich das so mache? So komme ich drüber, okay. Wenn ich das dann... Weil theoretisch, das soll ja auf jeden Fall da hoch. Da drüben... Soll es mir mal nach oben leiten. Spaltet in zwei. Das heißt, einer davon geht dann darüber. Genau. Und der andere geht darüber. Aber wir haben doch hier noch einmal so Prisma. Haha. Schauen wir mal. Funktioniert. Wunderbar. So, was kommt als nächstes? Das waren die Laserstrahlen, glaube ich. Schwerelosigkeit. Doofes altes Weltraumtaxi. Der Motor streikt gerade jetzt. Und ich habe doch einen wichtigen Termin bei einer attraktiven Gewichtheberin in meinem Nachbaruniversum. Schlag mal mit dem Boxhandschuh gegen das Taxi. Ja, nee, ist klar. Mhm. Mhm. Okay, die Bombe löst den Ball aus. So, was haben wir denn? Wenn ich das so mache, wird wahrscheinlich nicht gehen, weil es zu einfach wäre. Doch, geht. Ah, okay. Okay, das Ding fliegt dann da drauf. Mach nochmal kabumm. Okay, Taxi angeschoben. Quasi. Einmal durchs Weltraum. So, umgekehrte Schwerkraft. Klopft da jemand? Ups, ich habe wohl vergessen, das Tor für das Wartungsteam zu öffnen, damit sie wieder an Bord kommen können. Los, drück den Knopf. Was? Natürlich ist das der richtige Knopf. Mhm. Ist denn das? Gravitationsumkehrer. Was nach unten fällt, fliegt nach oben. Funktioniert, wenn der Knopf gedrückt. Mein Knopf gedrückt fest. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt da drauf tue. Wenn ich das jetzt daher tue.
liegt alles nach oben. Ich meine, ist jetzt eine ganz blöde Idee, aber probieren wir es mal. Aha, das fliegt auch nach oben. Da kann ich es gar nicht herstellen. Was ist, wenn ich das jetzt so mache? Aha. Also bis daher geht's ja. Und was ist, wenn ich das so mache? Aha, dann passiert gar nichts. Jetzt nur mal neugierig, was da so passieren könnte. So, wenn ich das daher tue. Ich brauche den Ball ja eigentlich da drüben. Also im Idealfall wäre es schön, wenn er das noch anstupsen könnte. Aha. Weil der Arm geht eh nach oben. Das wird mir nichts bringen. Das auch nicht. Dann schauen wir mal. Ah, Moment mal. Ja, doof. So. Es war zu leicht, ja. Ich geb's zu. Mhm. Ich sage, es war zu leicht. So, und beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, das Schwerkraftziel. Einen Korb im Weltall zu werfen ist eine komplett neue Erfahrung. Ändere die Schwerkraft, um den gelben Ball durch den großen Ring zu bekommen. Wo ist denn? Achso, durch den da. Okay. Was passiert momentan? Ein Auto fährt los, fällt runter und aus. Damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. So, jetzt möchte ich gerne auf die Übersichtsseite. So, was haben wir denn da heute? Ja, den Pinball, das sehen wir schon ein paar Mal. Ach, schauen wir uns den mal an. Schauen wir uns den einfach mal an. Abonnieren. So. Wunderbar zu machen. Der müsste jetzt hier drin sein. Noch nicht, war ich zu schnell. Geh zurück, so. Schauen wir nochmal drauf. Abonniert ist er, das heißt, ich müsste ihn eigentlich... Ah, jetzt ist er da. Dann schauen wir uns einfach mal an. Habt ihr da auch schöne Rätsel? Can you get 1000, also 1000 Punkte soll man haben. Kamera 1 gibt uns eine schöne Übersicht. Okay. Was passiert denn jetzt? Noch gar nichts. Also rein logisch würde ich ja einfach mal hier anfangen und Play drücken. Mhm. Was passiert denn, wenn wir das da runterfallen lassen? Oh, nichts Gutes. Was passiert, wenn wir es so machen? Das reagiert relativ spät. Ach, das ist ja cool. Das kann man auch machen.
Au, oh, oh, ja, jetzt. Das ist ja cool. Das kann man hier auch alles machen. Also das jetzt hier, was das Spiel hergibt. Moment. Na. Die, ja. Nicht. Oh, verflippt. Okay, so. Und wie kriegt man die 1000 Punkte? Da fehlen noch so kleine Hinweise. Aber es ist auf jeden Fall lustig gemacht. Moment, jetzt probieren wir das da auch nochmal. Ja. Das ist so beim Flipper. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da möchten wir dann gleich so mitflippen. Es ist fürchterlich. Ja, das war leider wieder nichts. Aber ich frage mich jetzt echt, was zählt denn dann als diese 1000? Achso, Moment. Ach so. Mhm. Ja, man sollte auch hochscrollen. Was ist, wenn ich jetzt hier Play drücke? Ah, da gibt es immer 100 Punkte dafür. Nee, die haben wir überhaupt. Nee! Nein, man flippt da überhaupt nicht mit. 640. Kamera wechseln kann man, glaube ich, hier. Ah, okay. Gut, dann müssen wir jetzt einen neuen Punkt finden. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal hier. Sagen, Dreh, Kamera 1. Punkte. Und hoch damit. Eigentlich keine schlechte Taktik da herum. Doch, hoch, hoch, hoch. Oder auch nicht. 680. Na gut. Wir spielen hier Flipper. Probieren wir es doch mal so. Kamera 1. Ja. Mhm. Das war eine ganz schlechte Position. Ist ja cool, dass man das da auch machen kann in dem Spiel. Automatische Flipper. Okay, verflippt. So. Probieren wir es mal da. Jetzt sind wir immerhin schon auf 450. Ich glaube, den Flipper schaue ich mir öfters an. Aber ich nehme an, so ein Rätsel kriegt man es zusammen, wenn man sich etwas länger mit dem Editor beschäftigt. Nein! 950. Kommt denn da an? Ist niedlich. Okay, einmal probiere ich es jetzt noch. Ich bin jetzt, das geht ja mal gar nicht. Probieren wir es einmal hier. Okay, Kamera 1. Ja, das war so schlecht wie noch nie. Okay. Hier. Kamera 1. Ja. Weg, 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 weg. Nein, weg da. Oh Mann. Ich habe so einen kleinen Flipper, den habe ich schon als Kind gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden wir an dem verbracht haben. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Nein, hoch, hoch. Hoch. Ja, sehr gut. Ey, ey, ey. Da darf ich da. Jetzt kriegen wir sogar mehr mit. Ja. Na, weiter. Nein. Hoch. Genau. Hoch. 1500 Punkte haben wir geschafft. Ja. So. Kriegt ihr mehr hin? B.
bin ja jetzt mal gespannt, habt ihr den Flipper schon mal ausprobiert? Mit dem sage ich jetzt aber tschüss, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Flipper gefällt euch auch, beziehungsweise Crazy Machines 3. Ich finde, das Spiel macht auf jeden Fall Laune. So, und damit tschüss, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal.